Hallo meine Freunde der gepflegt elektronischen Unterhaltung. Willkommen zurück zu PD2. Wir haben gerade eigentlich ganz frisch den Wahltag abgeschlossen und begeben uns jetzt in meine Lieblingsmission, den Shadow Raid, auf Todeslust, also dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich habe die Mission, wie oft habe ich gerade gesagt, was habe ich ausgerechnet? 23 Mal schon gemacht. Hallo, ich bin auch da. Und genau, wollte gerade sagen, Tuck ist auch wieder dabei. Und hier braucht man wirklich alles, denn wir brechen in ein Lagerhaus ein und da ist alles Mögliche drin. Da ist ein Server drin, da ist ein Artefakt drin, da ist Geld drin, da ist Gold drin, da ist Koks drin, da ist ein Bild drin. Ich glaube, ich Was habe das? jetzt alles. Es gibt noch eine Besonderheit in diesem Spiel, also in der Mission. Und das wäre? Tresor. Ja. Die Samurai-Rüstung. Wir zeigen euch jetzt, haben wir jetzt noch eine übrig? Tatsache, wir haben es wieder geglitscht. Wir haben es wieder geglitscht. Dann kann ich ja gleich runtergehen, aufmachen. Ja, ich gehe eben runter, mach's auf und dann gehe ich nach oben und räume die obere Etage aus. Mal eben gucken, wo ist denn die Glaube Zipline? ich Die Zipline. muss ich, ja, ich muss ja nach unten gehen, das aufmachen und dann muss ich ja nochmal holen, dass ich das andere aufmachen kann. Nee, lass mich doch zuerst aufmachen. Du hast doch eine Warum? dabei. Ja, aber wir können ja noch mal holen, da kannst du ja noch mal. Ach, du kannst ja auch selber aufmachen. Das, ja. Ja. So, also das Interessante bei dem Auftrag ist, den muss man in Stealth machen. Wenn der Alarm losgeht, hat man ungefähr eine Minute, um zum Van zu Kürzer, kommen. kürzer. Nee, warte, man hat auch du hat man frisches 1 Minute. Ach, du kannst ja schon. Das ist auch eine knappe Minute. Und in den Kisten, in denen die Lootware drin ist, braucht man auf jeden Fall eine Brechstange. Aber die liegen hier eigentlich sehr schön verteilt durch die Gegend. Oh, das stimmt, das ist richtig. Ich weiß, jetzt muss ich eine finden, eine Koma. Eigentlich müsste in der Kanalisation Finden. einen liegen. Ja, ich weiß, das habe ich auch nie, das habe ich auch nie gefragt, was Stefan die hatte. So, Tuck ist jetzt quasi im Erdgeschoss von dem Lagerhaus. Ich bin jetzt in der ersten Etage. Ich bin in der Kanalisation, Kanal, okay. Bitte, wenn Becher in dem LP. Okay, der Raucher. Hier ist immer einer, der raucht, immer auf der Rückseite. Entweder steht er hier oder er steht da hinter der Tür. Und jetzt steht er da hinter der Tür. So, ich habe mir auch mal eine Crowbar geholt. Mit oder ohne Rüstung? Und wir machen es erstmal ohne Rüstung, würde ich sagen. Erstmal nur auf Schaffen aus sein. Okay. Mit der Samurai-Rüstung, das sage ich euch jetzt schon mal. Tuck ist da unten bei einem Tresor. Und da muss man zwei Schlüsselkarten einfügen innerhalb von 10 Sekunden, sonst sperrt sich der Tresor. Und dann kommt man nicht mehr in diesen Tresor rein. Und kriegt die Samurai-Rüstung nicht mehr. Das ist ein geiler Achievement, finde ich, wo du alle Sachen einmal finden musst. Also einmal Gold, einmal Koks, einmal Artefakt, einmal Ja. die Stars halt. Na, guck mal, ich habe schon eine Schlüsselkarte. Hab jetzt Glück. Ich hab. Ist auch das. Oh, Alter, erschreck. Oh, erschreck mich nie wieder so. Bitte, danke. Ich kann euch leider nicht zeigen, was Tok da jetzt passiert ist. Nein, ich meine du, dass mich erschreckt, wo der Ding losging. Alter, hier ist noch einer auf dem Dach. Ach, die haben diese Titanummantlung. Scheißdreck. Nein, du siehst mich nicht. Alter, wie viel Schrot ich in den reingepumpt habe. Kamera, du siehst mich nicht. Danke. Natürlich, da liegt ein Artefakt drin. Das Artefakt ist so ziemlich das undankbarste Item, was man im Lagerhaus, wo Tuck gerade ist, finden kann. Ja. Das Ertragbarste ist Kokain oder Geld oder das Bild. Das Bild und das Kokain. Weil damit kann man auch rennen. So, und Also wir sorgen Geld. jetzt erstmal Oh dafür, nein, dass... nein, Was ist los? da ist die. Wir sorgen erstmal dafür, dass die Bodybags wegkommen. Weil zumindest die, die mitten auf dem Gang hier liegen. Wie viele Taschen hast du jetzt ungefähr schon gesichert, Tuck? 5, 6. Okay. Oh nein, nein. Ich würde. Ach, leck mich am Hoden. Was ist los? Da geiern wieder Wachen rum mit Artefakt. Glaubst du ja, gefühlte 3 km/h habe eine Schnecke. Ja.
Ich habe hier noch eine Keycard. Nice, ich bring das mit meinem Sach weg. Ja. Ich kann dir gleich sagen, wie viel? 5. Gut, ich habe 6. 6 liegt schon auf der anderen Seite beim Van. Hier kommt nachher auch gleich ein Hubschrauber. Und der kann entweder noch einen Mercury-Container bringen, so einen da. Oder der bringt zusätzliche Wachen. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal zu Tuck zurück, weil ich neue Bodybags brauche. Chris, weißt du, was lustig wäre? Was? Wenn wir so machen, so ein Gulli läuft und einfach reinfällt und stirbt. Ja, und dann der Pager nicht beantwortet wird, ne? Und dann sagt er so, ja, das, ich bin in Gulli gefallen. Wie, du bist in Gulli gefallen? Ja, mal lustig. So, 2 Pager sind schon übrigens beantwortet. Ich hab noch gar keinen. Das ist Tasche Nummer 2, ja, 5 Taschen. Okay, dann haben wir ungefähr, dann haben wir jetzt die Hälfte. Nee, 6 Taschen sogar, 6? Und dann haben wir 7 sogar schon. Hey. 5 oder 6, ich kann gerade nicht zählen, ich bin ein bisschen müde. Ach du, ach Chris, ich flieg ja gleich raus. Nein, ich hoffe, ich flieg nicht raus. So. Ich bin auf Christophs Kanal vertreten, ich fühle mich geehrt. Okay. Er hört die Durchsage, jetzt kommt der Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Mal schauen, was der uns bringt. Ich hoffe ja, dass er einen Container bringt, weil noch mehr Wachen wäre scheiße. Dann wäre die obere Etage endgültig dicht. Dann kommt aus dem Container einfach nur noch Wachen raus. Ja, er bringt einen Container. Da wäre jetzt, wenn man jetzt noch kein Artefakt gefunden hätte, wäre da auf jeden Fall jetzt ein sicheres Artefakt drin. Alter, 140.000 Erfahrungen. Boah, krass, ich krieg fast ein Level up. Ich krieg ein Level up dadurch. Und das Geld ist halt auch sehr, das Geld ist halt auch sehr gut, was man hier kriegt, wenn man viele Taschen sammelt. Also wenn ihr alles bekommt, also die 24 Taschen, Rüstung, Geld, was gibt's, Gemälde, Koks. Ja, wenn ihr alles, also es gibt 20 normale Loot-Taschen plus die 4 von der Rüstung. Rüstung können wir auch holen. Das Problem ist halt, dass die einen offenen Tresor wahrnehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht das Ding aufmachen und dann sagen, gut, dann lasse ich mir jetzt Zeit. Wenn der Tresor auf ist, muss das dann zack, zack gehen. Also so gesagt, man muss das als allerletztes machen. Ja. Oder wenn man sagt, so, das reicht uns jetzt und dann holen wir jetzt die, einfach die Rüstung, also ihr habt zum Beispiel 10 Taschen und denkt, ich will nicht mehr, dann holt man die dann könnt ihr die Rüstung holen. Aber Tuck und ich sind gierig, wir versuchen natürlich so viele Taschen wie möglich zu holen. Wir haben alle Taschen von oben. Ne, das sind Leichen. Die bringen auch Geld, hoffentlich. Nee, leider nicht. Es kommt so ein Leichen. Organhandel gibt's in Payday nicht. Irgendwann die Entwickler schreiben, ich will Organhandel. Bestimmt, wenn du so einen korrupten Mediziner dann hast. Haben wir doch. Ja, aber er ist ein Zahnarzt. Dann schickt man dem halt Goldzähne, mein Gott. Schickt mit dem Krone. Hast du den einen Mercury-Container da drüben schon auf bei der Kanalisation? Ja. Ah, war da was drin? Ey, das ist jetzt schon, das ist so krass, wie du Shadowwood alles bekommst, das ist so viel Geld, wie du, keine Ahnung, Big Oil in allen 3 Tagen zusammenbekommst. Oder Brandstifter. Brandstifter ist ein Auftrag, der geht übrigens über 3 Tage, den werden wir auch irgendwann nochmal machen. Ich hatte es schon mal versucht aufzunehmen, aber da gab es leider einen Greenscreen bei der Aufnahme. Ich musste erst mein Shadowplay einmal updaten. Hey, warte, was war jetzt das mit den Maschinen, wo man die klauen muss? Das ist Big Oil. Ja, da, wenn man da die Maschinen... Ey, Chris, ich habe Big Oil ja geschafft auf Overkill. Ey, Alter, ich hatte einen Typ, der konnte es instant ausrechnen, der ist sofort drauf. So krass, der braucht nicht mal das Clubboard. So, okay, doch, der braucht den Clubboard, aber nur mit einer Zahl. Der ist einfach so hingekleistert, ey. Nein, 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 nein! Oh, das ist jetzt unpraktisch. Ich liebe Leitern. Kannst du nicht irgendwie ein Zivilist fesseln? Ich verrenne jetzt einfach mal quer durch. Hat sogar geklappt.
So. Ja, ist ja keine Kamera. Ja, da sind aber lauter Wachen. Mir fällt Chris auch runter, wir haben verkackt. Du schaffst. Boah, Christoph, ich liebe dich. Jetzt kommst du Ja. da an, Kelly. Ach, das landet ja auf YouTube. Man sieht, wie viel Energiedruck jetzt noch hat. Ach, ich dachte, hä, ich dachte die Hälfte. Ach, das ist ja todeslos. Es ist Todeslust. Das sind die ein bisschen anders. Bisschen, Chris, bisschen, einfach gar kein Leben. Und Säcke. Aber ich finde es geil, dass die Säcke nur als Ausrüst, also als nicht als Hauptsache da, sondern Leben. Weiß ich mal. Ja. Ich will an die Leiter, jetzt geh an die Leiter, du. So, jetzt kommt das Beste der Welt, Arte. Mit dem Artefakt ist das immer ein bisschen risky, weil man damit eben ziemlich lahm ist. Und er muss, ach Gott, den Kameraraum habe ich ja noch gar nicht geholt. Und man muss halt an der Wache am Tor vorbei und die kann einen halt sehen manchmal. Wie war der Satz abgeschnitten? Okay. Ich kam die Kamera, die da kam, dass der ein die Kamera dich abgeschnitten sieht. Hey. Ding. Hey, die Lampen sind hier 1A. Du schießt das Licht und das Licht ist immer noch da. So, das Lagerhaus müsste soweit jetzt leergeräumt sein. Nein, Ich war jetzt noch mal reingelaufen, hab da jetzt noch zwei Kills. Oh, Tuck startet gerade Payday bei mir. ja, dann habe ich meinen Disconnect. Okay, dann bring ich. Wo spielst du denn gerade? Beim Van? Gut. Ja, dann hat sich halt gefangen. Gott sei Dank. Kann sein. Ja, ich habe ihn. Ja, es kann also sein, dass ich entweder im DC komplett instant überall rausfliege und nichts mehr mache. Für eine Minute knapp und dann, oder es bleibt einfach nur so ganz kurz. Halt einfach so ganz kurz. Wieder Koksball. Du hast das Koks, ich hab Geld dabei. Ist Koksball mit mir selber. Wie? Ach, okay, das Greifen geht doch. Nein, 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 nein. Das meine ich. Der guckt aber nie ganz rüber. Der guckt bloß so. Der spickt so wie so ein Lumpen. So, zwei Pager haben wir schon. Das wäre jetzt da drei und der unten der Raucher wäre vier. Ich versuche nochmal in die erste Etage zu kommen. Ich gehe jetzt erstmal das weg und danach weiß ich, was ich mache. Ich komme zu dir noch über die Schlüsselkarte. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch Bodybags, sehe ich gerade. Ich habe keine Bodybags mehr. Ich habe noch zwei, ich habe ja keinen getötet. Jetzt kommst du. Du hast eine Shotgun? Ja, mit Schrotflinte, ja, ich habe eine Shotgun mit Schrotflinte. Christoph Wertz. Nein, ich habe Fuck, Digga. die Lokomotive mit Schalldämpfer drauf. Kommt Christoph Wertz. So, es hat jetzt den richtigen Namen. Ich finde die eh nirgends. Ich Ich dachte, weiß gerade gar Leiter nicht, nicht ob da. meine Stadt bekannt ist. Duisburg. Jetzt ist er bekannt. Als ob jemand nach dir sucht. Hier liegt sie übrigens. So fett. Wenn wir jetzt die Rüstung holen, dann hätten wir natürlich genau die 12 Taschen, ne? Aber ich würde gerne ein bisschen mehr vielleicht noch holen. Okay, dann gucken wir mal. Nee, Klatsch. da kommst du nicht rein, da steht eine Wache. Nur eine. Auch noch. Zwei brauchen, im Kameraraum brauchen wir auch noch einen. Pager. Pager. Aber vier, dann geht's doch auch. Dann fällt Ja. einen mehr töten. Keinen. Takes time. Ich umgehen. Ich kann ihn natürlich jetzt mit der Shotgun da reinschießen, das geht. Ich kann aber nicht. Je besser du von hinten kommst, von hinten tötest, dann ist es Dann Sicherheit. fliegt er aber nach vorne mit der Shotgun. Da vorne irgendeiner. Hier ist doch Der gar keiner. Ach, hier fliegt hier kommen zu wir. dir rein. Und die kommen da aber rechts immer die Treppe hoch und runter. Hey. Der denn.
du reinzurennen und ihn zu schießen und ich werde dann hinten und springen. So. Alter, ich hab den dreimal im Kopf geschossen. Das ist egal. Lass nochmal neu machen. Lief sowieso beschissen. Da. Ich schieße mit einer Shotgun mitten in die Kasse. Scheiße. Nein, das lief so gut, das schöne Geld. Egal, machen wir nochmal. Ich bin schon mit Payday wieder einführen, dass man das Geld bekommt, was man auch so geholt hat. Du hast jetzt einen Knast. Du hast es gecuttet, also. Was? Ich hab was gecuttet? Du cuttest jetzt, also machst jetzt außen neu. Nö, ich lass weiterlaufen. Also. Ich lass weiterlaufen. Das waren jetzt 14 Minuten, ne? Ja, mach ich doch einen Schnitt. Also bis gleich.